Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns zuschauen. Tolles Thema gibt es heute, markenaffin kaufen. Schützt mich das vor Fehlern beim Kinderschuhkauf? Antworten haben wir in den nächsten Minuten für euch parat. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei dranbleiben würdet. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und alle Abonnenten kriegen ja eh schon das kleine Glöckchen zu hören und zu sehen. Bis gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Wie schon im Anfang gesagt, tolles Thema heute und zwar, wenn man markenaffin kauft, das heißt also immer nur einer ganz bestimmten Firma, einer ganz bestimmten Marke, kann ich damit zum Beispiel auch Fehler umgehen, die das vielleicht nicht, also Eltern, die das nicht machen würden. Das schließt jetzt insbesondere, ich sage jetzt mal, auch die Internetkäufer mit ein. Und da rede ich jetzt mal oder spreche jetzt im Allgemeinen für alle Lieferanten, die es weltweit von in der Schuhproduktion gibt. Das heißt also, jeder Kunde, jeder Käufer, jedes Elternteil sollte sich damit befassen oder damit informieren oder informiert werden, dass also, wenn ich Schuhe einer Marke kaufe, wie zum Beispiel Superfit, Nike, Ricosta, Frodo, Girl, wie auch immer sie alle heißen mögen, ich also damit rechnen muss, dass die Schuhe alle unterschiedlich ausfallen. Das bedeutet also, selbst wenn ich jetzt bei einer Marke bleibe, bei einem Lieferanten bleibe, nehmen wir mal an, ich kaufe nur Ricosta, Superfit oder wie in unserem Beispiel, wo ich das dann zeigen würde anhand von Frodo-Modellen, dann kann ich mir also trotzdem nicht sicher sein, wenn ich dort die Modelle wechsle, dass ich immer dasselbe Ergebnis habe, im Endeffekt von der Passform und von der Länge, die dem Kinderfuß zur Verfügung steht. Ich zeige es wie immer ganz einfach an einem ganz simplen Beispiel, und zwar der Innensohle. Und für Sie ist es natürlich auch immer zu ersehen, weil sobald der Lieferant, der Hersteller eine Sohlenform wechselt, fällt auch automatisch der Schuh immer anders aus. Also ganz alleine, ich sage mal jetzt mal hier vom Frodo als ganz optisches Beispiel. Man sieht es auch, ich habe zweimal eine 26 für zwei unterschiedliche Fußformen und für zwei unterschiedliche Fußbreiten. Bedeutet aber auch, wie der Laie unschwer ersehen kann, dass also gerade das rundliche Modell, nämlich das hier, weitaus länger ausfällt als das spitzere Modell auf der anderen Seite. Wir haben auch schon festgestellt in einem unserer früheren Videos, dass man sich also auch gar nicht auf die angegebenen Zahlen, sprich Größenangaben, verlassen kann. Wenn Sie also immer der Meinung sind, Sie kaufen kontinuierlich immer eine Schuhnummer größer und gehen damit auf Nummer sicher, dann heißt es nicht immer, dass es unbedingt stimmen muss, beziehungsweise dass Sie dann wirklich auch im Endeffekt mehr Platz im Schuh für den Kinderfuß hätten. Das schönste Beispiel, wie gesagt, auch hier immer, damit ich das auch wieder optisch verdeutlichen kann, ist natürlich, ich lege jetzt von hier, von diesen wunderbaren Modellen, bloß mal drei Sohlen übereinander und Sie werden feststellen, ach gucke da, alle fallen sie unterschiedlich aus. Das hat jetzt also nichts damit zu tun, dass Frodo seine Hausaufgaben nicht gemacht hätte, sondern man auch alleine, man will ja verschiedene Fußformen abdecken und nach Möglichkeit so viele Käuferschichten ansprechen. Deswegen wird man also immer als Lieferant erpicht sein, etwas breitere Modelle zu produzieren, welche für den mittleren Fuß und welche, die vielleicht sogar auch einen etwas schlankeren Auftritt haben. Weil ich möchte ja meine Marke im Markt positionieren. Ich möchte einen höheren Abverkauf erzielen und das erreiche ich mit unterschiedlichen Modellen und natürlich auch mit unterschiedlichen Sohlenformen. Deswegen lohnt also immer ein Blick mit auf die Sohle und natürlich auch der Test, immer Kinderfuß draufstellen, die Innensohle rausnehmen und wirklich auch mal die Größe und vor allen Dingen auch die Breite überprüfen. Es bringt uns also demzufolge nicht viel, wenn Mamas oder Eltern ohne Kinder bei uns ins Geschäft kommen und sagen, mein Kind trägt zurzeit Frodo Größe 26.
Dann kommen wieder von unserer Seite die Fragen her, ja, wie ist denn der Fuß? Ist es ein breiter Fuß? Ist es ein mittlerer Fuß? Hat er einen hohen Spann? Wie auch immer. Weil das sind solche Dinge, die ja uns im Grunde genommen bei der Auswahl der Modelle für den Fuß, für den Kinderfuß, helfen würden. Jetzt haben wir den Kinderfuß nicht vor Augen. Und ich sage mal auch, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn eine Mama sagt, mein Kind trägt jetzt Größe 26. Aber wie lange trägt es? Welches Modell ist es? Welche Sohlenform hat es? Das sind also alle solche speziellen Teile, wo ich dann mal sagen kann, Augen auf beim Kinderschuhkauf. Das sowieso. Man sollte also nie der Meinung sein, wenn ich jetzt also hier, ich sage jetzt mal, dieses Modell in Größe 25 habe und kaufe das in Größe 26, dass dann unbedingt mehr Platz sein sollte. Geht zum Beispiel nicht, weil zum Beispiel die Barfußmodelle aufgrund ihrer anatomischen oder ergonomischen Art und Ausführung immer etwas geräumiger und meistens auch ein bisschen breiter ausfallen. Das heißt, wir haben ja eine schöne breite Zehenbox. Ich berücksichtige damit, wenn ich wirklich einen breiteren Auftritt habe und sozusagen die Zehen, wie sagt man so, fast auf einer Höhe liegen. Gibt es sehr oft bei den Kinderfüßen und deswegen achten wir im Fachgeschäft natürlich besonders mit darauf, dass die Zehen im Vorfeld nicht so sehr zusammengepresst werden. Man kennt es ja sowieso, auch die kleineren Kinder in den jüngeren Jahrgängen, die tun natürlich noch sehr stark krallen und das setzt sich im Allgemeinen bis zu 6 bis 8 Jahren setzt sich das noch fort. Weil dann erst fängt ja der Fuß an, sich so langsam mit den Gewölben auszubilden. Das heißt, manchmal habe ich schon die Andeutung eines kleinen Gewölbes und manchmal laufe ich immer noch halt relativ flach. So, ich denke mal, damit habe ich einen guten Ansatz geleistet. Auch zum Beispiel hier nochmal, wer also kommt und sagt, ich kaufe sonst immer Schuhe der Marke Girl. Auch hier bitte, es gibt eine schlanke Sohle und es gibt eine breite Sohle. Und beide Modelle fallen auch natürlich vom Innenraum her unterschiedlich aus. Das heißt, dieses Modell wird dir niemals an einen richtig breiten Fuß passen und dieses Modell sieht einfach nur verkorkst aus, wenn das ein schlanker Schuh an oder Fuß anhat. Ja? Ganz einfach, weil dann füllt dieser Fuß den Schuh nicht aus in der Weite. Ich habe hier an den Seiten Überstand. Lästiges Beispiel ist zum Beispiel auch das, dass sich dann Sand und so weiter und kleine Steinchen sowieso vermehrt hineinsetzen, was aber bei offeneren Modellen sowieso immer der Fall ist. Auch hier sei noch mal ganz kurz demonstriert der Unterschied von der Zehenbox, was das eben halt ausmacht, von der Breite her. Nur damit man das auch wirklich mal sieht und beim nächsten Einkauf vielleicht ein bisschen informierter und weitsichtiger an die Sache rangeht. Sehr schönes Beispiel war zum Beispiel auch letztens, dass ich einen Besuch bekommen habe von einer Familie mit 3 Kindern. Man wollte Barfußschuhe und die Kinder hatten auch selber Barfußschuhe einer bestimmten Marke angehabt. Die waren aber so weit gewesen für die Kinderfüße, dass man eigentlich gar nicht mal die Schuhe öffnen brauchte und man rutschte einfach so da hinaus. Heißt natürlich auch selbst bei Barfußschuhen, bitte nicht nur immer nach den Markennamen schauen und kaufen, sondern auch gucken, dass es für die Fußform des eigenen Kindes passt. Es ist ja auch manchmal so, da werden Empfehlungen ausgesprochen. Da kommen Mamis zum Beispiel mit Wildlingsempfehlungen zu uns ins Geschäft. Ja, da habe ich doch gehört und meine Freundin, die trägt die auch, die ist damit super zufrieden. Und dann guckt man auf den Fuß des Kindes und sagt, es geht einfach nicht. Der Fuß ist so schmal, der Wildling ist im Allgemeinen sehr weit geschnitten. Durch die stofflichen Formen oder Materialien, die Wildlinge meistens verwenden, hochgradig meistens verwenden, sind die sowieso also nicht so von der Passform her für die schlankeren Füße geeignet, sondern eigentlich immer eher was für den mittleren bis breiten Fuß. Und da ist immer natürlich eine gewisse Aufklärungsarbeit von uns vonnöten, um die Eltern natürlich auch ein bisschen einsichtiger zu gestalten. Das heißt nicht, dass wir euch von dem Gedanken des Schuhkaufens abbringen wollen, geschweige denn reinquatschen wollen, aber wir müssen schon diverse Dinge klarstellen, weil der Laie ist halt nicht so informiert wie der Fachmann. Es ist nur mal so. Ne? Und dem wollen wir sozusagen Rechnung tragen und ich hoffe doch, dieses kleine Video hat wieder ein bisschen dazu beigetragen, diese unterschiedlichen Macharten oder Größenausfälle zu verstehen und nachzuvollziehen und vielleicht das Ganze mal ein bisschen zu überlegen, kaufe ich jetzt eigentlich richtig oder ist mir da vielleicht in den letzten Jahren doch der eine oder andere Lapsus unterlaufen?
In diesem Sinne, es würde mich also freuen, beim nächsten Mal wieder reinzuschauen. Ich freue mich über eure Abonnenten und eure Klicks sowieso. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!